solo queue. Is it gonna be fun? I don't know, maybe not. But I hope so. Normalerweise verlieren Spawntrapper ja, ne? Weil es diese innerliche Hässlichkeit hervorheben. Bitte seid ultra cool. Ich gehe auf A, oh mein Gott, das Willen. Hello, Team. I go away. Okay, gut, gut. Oh nein, was ist denn los? Nee, aber komm, sie haben die Runde geholt. Was soll's? Dann gehe ich ab jetzt B einfach. Ich gehe B. Oh, Double Nade, Alter. Gutes Ding. Alter, Alter. Bump down in front of Tunnels. Eine Ente oder was? Gut, wenn die Runden immer so schnell laufen, dann wird das heute easy peasy. Denkt dran, Leute, heute ist kein Livestream. Normalerweise sind die Livestreams jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Aber heute, also am 10.3., am Dienstag, findet da kein Stream statt, denn ich bin ab 18 Uhr unterwegs. Die restlichen Streams laufen ganz normal die Woche. One in front of B. Und ich werde darüber hinaus auch morgen den Stream sicherlich mal eine Runde an A schmeißen. 6 HP. One in front of B. I'm low HP on B. Ich stelle mich jetzt close, wenn das Ding gleich aufgeht. Oh. Was passiert denn hier eigentlich gerade? Das ist der geile Spaß mit den Randoms. Jetzt verrecken alle einzeln. Eben stand es 4 gegen 1. Jetzt ist es 2 gegen 1. Und ich bin U-low. I'm gonna stay on B. Oh, er hat den anderen aufgelegt. Ich fass es nicht, Alter. Komm bitte, guck hier. Fuck. Das ist der Spaß mit den Randoms, ne? Spielen einfach wie so behinderte Kinder. Nicht wieder alle vorgehen, Jungs, bitte. Nein. Beast down. So, 5 gegen 1. Mal gucken, ob sie sich jetzt alle fisten lassen. Guck, wo sie rumstehen. Mitte laufen sie rum, sie suchen ihn. Wo ist er? Wie können wir möglichst die Runde noch verlieren? Just stay back. Guck mal, es sind schon wieder 2 gestorben. Ich kotze gleich echt im Dreieck. Heide, nein. Müssen sie den letzten Pisser jagen? Pff, also, wir scheinen gegen echte Dödel zu spielen, weil die noch ein bisschen Diamant spielen als wir. Doch, wir haben Cash. 2 können legen. Hey. Hey. Hallo? Oh mein Gott, Alter. Falls sich jetzt jemand fragt, was ich damit meine, und die sind doch gar nicht so schlecht hin und her, ich spreche nicht von irgendeiner Eigenleistung, also was jetzt Aiming oder sowas angeht. Es geht mir einzig und alleine darum, dass sobald sie zu viert auf A irgendwas geregelt haben, schieben sie alle in die Mitte oder auf T-Spawn. Und der Rest bleibt einfach offen und sie werden dann von hinten geholt. Das meine ich, ja? Aiming und sowas ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist natürlich, dass man so ein bisschen nachdenkt. Klar soll man Raum einnehmen, das stimmt. Ja, und jetzt machen sie es auch gerade gescheit. Na wohl, so ein bisschen. Der eine geht schon wieder aus T-Ding raus, ne? Der geht aus Long raus, der Grüne. Als City muss man einfach vorsichtig spielen. Ich weiß, ich bin verwöhnt von unseren Teamspielen halt, ne? Jetzt, wo wir da in der 99 wieder reinregeln und halt auch so viel gemeinsam, Shortlast, auch gemeinsam so viel spielen, ist es natürlich entspannter, ne? Weil da habe ich Mates, die nachdenken. Darum wird das Ding ja sicherlich auch Solo-Queue-Abenteuer oder sowas heißen, weil, ja, es ist wirklich ein Abenteuer. Nice. Sehr schön, sehr schön. So, so macht man das. Stabil stehen und nicht vordümpeln. Ja, er ist echt T-Spawn mit seiner AWP. Aber guck mal, siehst du es? Jetzt laufen sie hoch. Just wait, we got the bomb. Oh, B-Flash. Guck, jetzt verschieben die Mates wieder. Ich bleib einfach stabil hier stehen, mir sind die Kills scheißegal. Einfach safe spielen. Okay, ist der Bomb long? Incoming. Oh. Do you want up? Ja, bitte! Oh, was ist denn jetzt los? Warum habe ich denn jetzt hier einen Mate stehen? Another one. I'm flashing him. Yeah, he's scoping, he's close. We can wait. Gut, Tolf! Okay, Jungs, kaufe, kaufe! One kill on long. Maybe another one. Another one. One elevator. Habt ihr den nicht gesehen? Den closing boy? Ah, da ist der Smoke, sehr gut. Immerhin ein Assi, komm! Der Sieg muss reinkommen. Der Sieg muss rein. Ja! One is coming, B. Nice. Und die holen sich die Easy Frags. Guckst dir an. Wo ist dein Insta-Headshot? Auf Shot ist einer. Die haben wir doch sogar gesehen. Oh, shit. Der war bekannt, der auf Short, ne? Also. 1 gegen 1 Bombe liegt auf Short und er. Ich glaube, er ist aus Versehen runtergefallen auf City. Das ist halt echt saudumm, ne? Eigentlich Win. Oder zumindest sehr, sehr gute Chancen für den Win. Ich nehme an, dass er runtergefallen ist. Er hat sich bestimmt nicht dazu entschieden, jetzt runterzuspringen auf City. Schnell, schnell. Lauf, lauf. Und da auch noch, ne? Nein. Muss das sein? Können die Mates das nicht einfach fressen? Und ich bin der, der dann den Kill macht und die Bombe legt und mich nicht so dumm in die letzte reinstellt. Oh mein Gott, die Bombe liegt. Ah, oh, ich hoffe, dass ihr alle Downrank bekommen. Bitte! Also wenn das nicht Silber hoch 1000 schreit, dann weiß ich auch nicht. Bombe legen und gegen die letzten sofort reinfacen. Ohne jegliche Deckung. I think this is the end. We are going to lose game.
Resolute stop fight and lose fast. I sent a message. Let's go, Eden. Fast. Smoking for a bomb. I'm planting the bomb for short. He's elevator. Bomb is planted for you. It's planted for you. You can cover. You can cover! Yeah, er springt weg! Nice. Now B, together. Fast. Let's go. All together, guys. Lauf, 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 lauf. Nicht stehen bleiben. Plateau down. Nice. I'm going to plant. Wo ist ein Gelb jetzt hin? Gelb ist schon gestorben. Ah, klasse. Okay, now stay cover. I'm behind. Oh, bitte, mate. Der Kollege ist von hinten gekillt. Ich gehe in Deckung. Was macht mein Mate? Er bleibt oben auf der Box stehen. Und lässt sich einfach killen. Und sie raffen noch nicht, weil das eigentlich echt ein guter Versuch war, eben die Runde. Wären Orange und Gelb halt direkt mitgekommen. Nur mussten sie immer ihren extra Scheiß machen. Dann ist halt nur noch Orange übrig geblieben. He's down. Watch out for lower tunnels. Ja, lower tunnels. One is city. Ah! Hey, long again. Seine Antwort, Pistol. Was ist ein dummes Alter. Nice. 3 kills. Let's go A fast. Maybe B. Alle auf A sind tot. Maybe B. Go B. Ich wiederhole ihn mal wieder. Oh nein, wo gehst du hin? Ach Gottes Willen. Guck mal, der andere hinter ihm her. Mein Auge fängt an zu zittern. Kätzchen. Kätzchen, beruhig mich bitte. Ich kann's nicht mehr, ich kann nicht mehr mit Randoms spielen, das geht nicht. Ich dachte vorhin noch, ah, lange nicht mehr Solo-Queue gespielt, ein paar Randoms, was soll der Geiz? So schlimm kann's ja nicht sein. Und da will ich noch mal einen hören, der sagt, dass der Matchmaking-Rank irgendeine Aussagekraft hat, Alter. Oh! One op car, long, a long car. Let's try to go B. Blue, we need you. Onside down. Sicher, da kann doch einer sein. Nice. I'm flashing City. So, jetzt können wir bitte den Win holen, Leute. Bitte, bitte. Und eine vor 5 Runden. I think we should lose fast. Ich frage mich, was das für Menschen so im echten Leben sind. Ob sie auch also so richtige Eimer sind? Oder sind die nur im Spiel so? Meistens zeigt man ja gerade im Spiel sein wahres Ich. Da kommt man raus. Und wenn du so jemanden hast, let us lose. It's egal. It's egal. Let's rush B, fast. Window. Beats down, I'm planting. Die Jungs würden einfach anstelle von, ich nutze mal die Chance und komme von hinten, würden sie sich rumdrehen, den, was weiß ich, Anti-Coin, Hose runterziehen und umfallen. He's low HP, 4 HP left. City. He's behind you. Als wenn sie nicht hören würden. Ich hätte mich direkt umgedreht und wäre close gegangen. Weil ich halt auch weiß, dass ich ein scheiß Aim habe. Da würde ich close gehen, anstatt bei einem 4-HP-Boy auf einen Longshot-Headshot-Duell zu gehen. Nice, let's go B. I'm mollying doors. I'm flashing him in front of B. Ach, one city. Das war jetzt saudumm, dass ich das gemacht habe. Aber das ist die letzte Runde, die haben sie. Bitte, bitte, bitte stirb nicht. Oh, gut. Nice. Toaster. Na, man kennt mich. Also Leute, heute Abend kein Stream, nicht vergessen. Vielleicht nachts, das muss ich aber noch gucken, ist nichts Festes. Morgen Abend, also Mittwoch, Stream. Aber nicht um 18 Uhr, sondern zu irgendeiner Zeit, die ich mir raussuchen werde, wahrscheinlich 20 Uhr, vielleicht ein bisschen später. Und sonst, Streams ganz normal, nächste Woche dann auch wieder alles, wie gewohnt. Ab morgen wird es auch wieder ein richtig dickes Knife geben, auf Twitch. Also ran an den Speck, wir sehen uns. Ciao.